Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, angesichts der aktuellen Lage mit dem nächsten Lockdown komme ich gerade aus der Dusche raus und habe eine Idee. Also was heißt eine Idee? Aber ich gehe jetzt aktuell mit der Situation um, indem ich alles auf online switche. Und ich glaube, viele Fitnesstrainer oder Group-Fitnesstrainer oder andere Leute in anderen Bereichen haben vielleicht genau das Gleiche vor. Und deswegen möchte ich dir ein paar kleine Tipps geben, wie du das relativ einfach mit relativ wenig Equipment machen kannst. Mittlerweile ist das Ganze in so Low-Budget möglich und in ja, ordentlich teuer. Und ich möchte dir einen kleinen Input geben, wie du das Ganze so angehen kannst. Viel Spaß bei diesem Video. Aber ganz kurz, bevor es jetzt losgeht, wenn du neu bist auf diesem Kanal, mein Name ist Daniel. Auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so passiert in meinem Leben. Und das, was jetzt gerade passiert, passiert in all unser Leben. Das heißt, jeder ist davon betroffen. Und ich glaube, gerade die Leute, die jetzt irgendwie gerade erst das Group-Fitness-Trainer angefangen haben oder einfach auch noch relativ unbewandert sind in dem ganzen Thema Digitalisierung, für die ist dieses Video vielleicht wirklich interessant. Ja, und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt so ein Programm rausgebracht. Übrigens für alle meine Follower, die mit mir zusammen trainieren möchten, ihr könnt ab sofort mir schreiben und ich werde dieses Video jetzt auch direkt heute droppen, damit das Ganze nicht so zeitversetzt ist. Und ihr könnt mir sofort schreiben und euch bewerben für die Plätze. Es gibt Programme, da sind die Plätze unbegrenzt. Das sind die ganz normalen wöchentlichen Kurse. Aber es gibt auch ein paar Programme, da sind die Plätze begrenzt in Richtung Personal Training. Und extra mit Plänen, Ernährungsplänen und so weiter. Und damit ich da eine gute Qualität gewährleisten kann, gibt es natürlich dort begrenzte Plätze. Aber jetzt legen wir erstmal direkt los und ich erkläre dir die Methode, wie du relativ günstig mit Dingen, die du zu Hause hast, zu Hause Kurse anbieten kannst. Ja, ich muss gerade mal erstmal hier zumachen, das Türe vom Bad, weil ich ja gerade duschen und da ist dann ja immer ein bisschen Durchzug. Ja, übrigens, dieses kleine Vlog-Format jetzt hier ist einfach, weil das Video so ultra spontan ist. Aber ich erkläre dir jetzt Schritt für Schritt eine Low-Budget-Option und eine, in der du ein bisschen mehr Geld brauchst. Okay, wir starten mal mit der absoluten Low-Budget-Version. Jeder von euch zu Hause hat wahrscheinlich ein Smartphone. Mit diesem Smartphone kannst du, wenn du möchtest, schon Kurse anbieten. Du kannst schon streamen. Und das kannst du über verschiedene Methoden machen. Du kannst natürlich über die allgemeinen Plattformen wie Instagram gehen und das Ganze dort ja mehr oder weniger for free anbieten, weil du kannst schlecht nachkontrollieren, ob deine Leute vielleicht bezahlt haben oder nicht. Und die Version, die ich nutze, ist Zoom. Jeder kennt jetzt mittlerweile Zoom. Ist, glaube ich, die bekannteste App 2020 geworden durch den Lockdown. Und du kannst Zoom auch auf dem Handy nutzen und kannst dort dann halt ganz normal deine Kurse geben. Einen Nachteil gibt es allerdings, und zwar kannst du schlecht Musik pegeln und Musik runterpegeln und lauter, leiser machen, sondern du bist so ein bisschen darauf angewiesen, wie gut deine Umgebungslautstärke ist. Aber theoretisch könntest du mit der Zoom-App, zoom.us heißt die, glaube ich, könntest du ganz normal online Kurse geben und zu Hause die Leute coachen, die bei dir trainieren. Ja, die meiner Meinung nach etwas bessere Version ist, das Ganze mit einem Laptop zu machen. Jeder Laptop hat eigentlich eine Webcam und die meisten davon können zumindest HD. Und damit bist du eigentlich schon gut gewappnet. Du kannst natürlich auch dein Handy als Webcam benutzen. Wenn du ein iPhone hast, dann gibt es eine App, die heißt Epoch Cam. Und damit kannst du dann mit Kabel dein Handy verbinden an deinen Laptop und kannst dann einfach ganz normal dein Handy als Webcam benutzen. Und wenn du ein relativ neues iPhone hast, ich habe jetzt ein iPhone 11, dann hast du schon eine ziemlich gute Kamera und kannst damit streamen. Alle, die meine Livestreams gesehen haben auf YouTube hier, ich habe da mein Handy als Webcam benutzt, weil ich noch nicht
eine Capture Card hatte. Und deswegen war die Qualität nicht ultra gut, aber schon besser als die meisten Webcams. Wenn du aber ein bisschen mehr Geld investieren willst, dann kannst du dir eine Capture Card holen. Ich habe die absolute Low-Budget-Version genommen. Und das sieht so aus, das Teil. Das gibt es auch von Elgato, das heißt dann Camlink und kostet 130 Euro. Und ich habe jetzt diese Version genommen, Video Capture. Ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Hersteller. Und ich habe es gestern getestet und es funktioniert wunderbar. Ein Nachteil hat es, das Ganze kann nicht 4K streamen, aber die meisten Leute haben gar nicht so eine krasse Internetverbindung, dass sie damit 4K streamen könnten. Was du natürlich auch brauchst dafür, ist eine Kamera, die einen Micro-HDMI-Anschluss hat. Das heißt, wenn du schon eine Digitalkamera zu Hause hast, die so einen Anschluss hat, dann kannst du damit ganz, ganz einfach deine Kamera als Webcam benutzen. Und wenn du dann halt zum Beispiel ein sehr lichtstarkes Objektiv hast, wie ich jetzt zum Beispiel hier drauf habe, dann kannst du damit sehr, sehr gute Qualität in deinen Streams bekommen und hast halt ja nicht dieses typische Webcam-Bild, sondern hast auch Tiefenschärfe, weil du eine Blende hast. Und es ist meiner Meinung nach dank diesem kleinen Ding jetzt hier auch gar nicht mehr so teuer. Natürlich brauchst du schon zu Hause eine Kamera. Wenn du dir jetzt noch hier, ich habe eine Sony Alpha 6500, ich glaube, die kostet im Moment 900 Euro oder so. Damals war die teurer, als ich die vor 2 Jahren gekauft habe. Aber wenn du natürlich so eine Kamera kaufen musst erst, dann ist das natürlich ein ziemlich großes Investment. Aber für alle, die sowas zu Hause haben, leg damit einfach los. So, jetzt haben wir ein bisschen über das Thema Video gesprochen. Was da natürlich noch fehlt, ist Ton. Und du kannst relativ einfach mit einem kleinen Verlängerungskabel ein Kameramikro verwenden, wie jetzt hier oben auf dieser Kamera drauf ist. Das ist das Rode VideoMic Pro. Das ist schon ein teures. Du kannst aber auch ein günstigeres verwenden. Und ich suche mal gerade hier so dieses Kabel raus, wie ich das finde. Das ist im Prinzip ein ganz einfaches Kabel von kleiner Klinke zu einem Eingang für kleine Klinke. Ich finde leider das Kabel nicht. Aber es ist sehr, sehr einfach. Und wenn du dann eine Soundkarte hast, wo du das reinstecken kannst in deinen Computer, kannst du sehr, sehr einfach so ein Mikrofon als Mikrofon für deine Streams verwenden. Wenn du über das iPhone streamst, hast du eigentlich auch eine gute Qualität, weil das Mikro vom iPhone ist schon ordentlich. Man kann auch sowas wie AirPods verwenden und diese AirPods dann als Mikro nehmen wie ein Headset. Wenn du weit von deinem Mikro wegstehst oder weit von deiner Workstation dann, also bei mir war es immer im Wohnzimmer und dann stand immer im Wohnzimmer auf meinem Sofa stand mein MacBook und da habe ich dann über Webcam vom MacBook gestreamt und Mikro vom MacBook und das hat gut funktioniert, weil ich nicht so weit weg war. Kleiner Tipp natürlich noch für alle, die Online-Kurse geben, es ist sinnvoll, möglichst wenig zu reden, nicht so viel zu sprechen, weil wenn der Sound mal abhakt, dann ist es einfach doof. Dann gibt es allerdings natürlich noch die Möglichkeit, ein externes Mic zu benutzen. Das werde ich diesmal machen, weil ich ja mit einer Podcast gestartet habe. Und deswegen habe ich solch ein USB-Mic zur Verfügung. Und dieses USB-Mic, das ist das Blue Yeti, kann verschiedene Pattern einstellen. Und das bedeutet, ich kann es euch mal zeigen kurz. Das bedeutet, du kannst hier switchen. Das ist zum Beispiel, wenn ich alleine aufnehme, dann nehme ich dieses. Das hier nimmt alles rundum im ganzen Raum sozusagen auf. Und das ganz rechts zum Beispiel ist, wenn ich ein Interview mache. Alle Interview-Podcasts habe ich dann mit diesem Pattern aufgenommen. Dann nimmt es einmal von links und einmal von rechts auf. Und dann kann man damit ziemlich gut schon arbeiten. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Mikro. Es ist auch nicht so ultra teuer. Ich habe es, glaube ich, bei Saturn für 147 Euro gekauft und ich bin bisher sehr, sehr zufrieden. Wer noch nicht in meine Podcast reingehört hat, checkt es ab. Spotify, iTunes, Peaceful Warrior, Daniel Dyer. Da könnt ihr mal reinhören und mal ein Feedback geben. Dort spreche ich eigentlich so über alles Mögliche, was gerade so
in meinem Leben irgendwie passiert. Ja, und das war's im Endeffekt schon. Das waren so meine kleinen Tipps für dich, wenn du gerade gar nicht weißt, wie du weiter Geld verdienen sollst und du siehst, alle Fitnesstrainer machen plötzlich Online-Kurse und du hast gar keine Ahnung, wie das geht, dann hast du jetzt so einen kleinen Überblick. Du musst natürlich nicht eine App wie Zoom verwenden, sondern du kannst auch theoretisch über FaceTime das Ganze machen. Du kannst es super professionell machen und mit OBS streamen. Das ist so eine offene Software, mit denen eigentlich alle Streamer arbeiten. Das ist aber schon ein bisschen komplizierter. Und wer so zum Beispiel The Big Pump gesehen hat oder meinen Livestream bei Class X, ich glaube, die werden so gearbeitet haben. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die das Ganze so gemanagt haben. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen Mut machen. Wenn du Bock hast, mit mir zu trainieren, ich packe jetzt nochmal in den Abspann alle Flyer rein und den Stundenplan, damit du weißt, was abgeht. Alle, die das Video jetzt schauen, Monate später, ignoriert das. Vielleicht gilt das gar nicht mehr, vielleicht gibt es einen neuen Stundenplan, vielleicht mache ich mittlerweile alles online, wer weiß das schon. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hoffnung und Motivation geben. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich über jeden neuen. Wir knacken dieses Jahr noch die 1000 Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.